What the fuck? Wenn draußen Corona herrscht, was macht man dann? Genau, man geht nicht raus. Und wenn das Leben richtig beschissen ist, dann braucht man halt einfach ein New Life. Ich werde heute mal ein Spiel testen und zwar nennt sich das Spiel New Life. Soll angeblich sowas ähnliches wie Identity sein. Wenn ihr das kennt, wenn ihr das nicht kennt, dann stellt euch einfach so ähnlich wie GTA das Ganze vor oder so eine Lebenssimulation. Ich glaube sowas wie Arma 3, altes Life soll es sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kostet normalerweise, ich glaube, 9,99 €, wenn ich mich recht entsinne. Ansonsten blende ich euch hier jetzt nochmal den Preis genau ein von dem. Wurde mir allerdings freundlicherweise vom Entwickler bereitgestellt, dass ich euch das zeigen kann. Und ich bin gespannt. Die Rezensionen sind nicht gut. Die Rezensionen sind gar nicht gut. Ich habe nicht um das Spiel gebeten. Ich habe den Key quasi geschenkt bekommen vom Entwickler, dass ich das Spiel quasi spiele und euch zeige. Und das werde ich jetzt auch tun. Allerdings muss ich sagen, das erste, was mir aufgefallen ist, ist, ihr seht es vielleicht, wie das so hinterherhängt. Es ist sehr langsam bereits im Menü. Die ganze Struktur und noch dazu, wenn ich in die Settings reingehe auf Video und möchte das Ganze auf den Fullscreen-Modus umwechseln und klicke dann auf Speichern, kriege ich eine Fehlermeldung, die ihr jetzt seht. Genau, da wird kurz der Bildschirm schwarz und kriege ich eine Fehlermeldung. Low Level Fatal Error irgendwas. Game has crashed and will close. Dann klicke ich auf OK und das war's. Post, das ist alles auf Epic eingestellt. Das werde ich jetzt, es ruckelt nämlich bereits jetzt im Menü und ich habe ganz schlechte Befürchtung. Es ist ein bisschen besser. Wenn nicht, dann stellen wir das Ganze einfach noch ein bisschen runter. Ich will einfach sagen, wir gehen in den Singleplayer, weil ich habe noch keine Ahnung. Ich gucke mir das Ganze jetzt erstmal an im Singleplayer, okay? Ich habe jetzt draufgeklickt. Ja, ich habe draufgeklickt, okay. Wir warten einfach mal, weil es tut sich gerade nicht wirklich was. Oh! Moment. Warte mal, ich da. Market Robbery. Hä? Oh! Wow! Hört ihr die Vögel zwitschern? Das ist ja wunderbar. Oh! Alter, Grafik. Alter, guck dir mal das an. Die Spiegeleffekte. Okay. Okay. Okay, Open Inventory, okay. Das ist jenseits von Gut und Böse. Medium, Medium, Low, Medium, 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 Safe, Yes. Gleichzeitig die Audio. Jetzt kann man es schon ein bisschen besser spielen. Das ist, boah, die Beleuchtung. Die Beleuchtung, warte mal, das muss ich irgendwie runterstellen können, ne? Hey. Okay, gut. Ja, egal. Warte mal. Settings, Audio, was ist denn hier? Weil das ist... Alter, wie laut ist denn das, Sarah? Mal, was soll denn die Scheiße? Jetzt gehen wir hier weiter runter. Ach so, es interessiert ihm gar nicht. Okay, also es tut mir leid, dann ist das jetzt quasi ein bisschen lauter, wenn ich laufe, aber es interessiert ihm absolut nicht, ob ich das runterstelle oder nicht. Please wait to be seated. Oh! Okay. Oh. Was ist denn das? Hallo? Hello there. Gun Shop. Oh, interessant. Da ist eine Bank. Oh! Press Enter to open menu. Ja. Coming soon. Equipment. Weapons. Coming soon. Attachments. Weapons. Das ist eine ausgeschnittene PNG-Grafik. Hä? Was macht denn der mit den Händen? Was zum... Hallo? Hallo. Bye. Ich möchte es gern kaufen. Habe ich, aber... ja.
Was macht denn der mit seinem Handy? Hello there. Da komme ich nicht rein. Da wäre ein Tresor. Das ist eine sehr komische Bank. Kleidung. Kleidung. Enter Shop. Ja, ich bin ja schon drin. Warte mal. Ich kleide mich jetzt mal schön ein. Und zwar hier. Nee, das gefällt mir mehr. What the fuck? Ich kaufe das ja. Guck, seht ihr das da oben? Wenn ich die Kleidungsstile wechsle. Ich kann, jedes drum, was ich an. Alles, was ich anprobiere. Wird instant gekauft. Jo. Also, neu eingekleidet. Jetzt kaufen wir mal. Jetzt kaufen wir mal ein Auto. Digga, lass mal ein Auto rüberwachsen. Komm. Car dealer, do you want to rent a car? Get on the one you prefer and you will be charged depending on the time you use it. Get on the car. Ich hätte gern. Oh, ich bin drin! Oh mein Gott! Oh, die Kamera ist invertiert. Die ist. What the fuck? What the f. Meine Zähne glitzern. Bitch. Ach du Scheiße. Ich habe ja gar keine Schuhe an. Wo guckt der eigentlich hin? Der guckt nicht mal auf die Straße. Wo hat denn der sein? Es fühlt sich nicht dementsprechend von der Geschwindigkeit, von der Schnelligkeit gerade an. Ich fahre jetzt hier einfach mal rum, ne? Und so. Und was ist denn das? Oi, da nice Drift. Nice Drift, Boys. Die schießen ja. Hä? Aber ich hab gar keine Waffe. Würde jetzt gern. Oh! Oh! Das Rennen in der Ego-Per. Da ist eine Polizeistation. Vielleicht kann ich da ja mal reingucken. Hallo. Guten Tag, Sir. An atom in the smallest constant unit of ordinary matter that constitutes a chemical element. Every solid. Hä? Was ist denn das für ein Bullshit? Lest euch das mal durch. Get job. Ich bin ein Polizist. Ja, leg mir doch am Arsch. Ui, das sind ja die guten Waffen. Das sind ja die richtig guten Waffen. Ja, kann ich da jetzt eine Schrotflinte nehmen? Wurde das zufällig mit Unity erstellt? Komme ich da vielleicht zu den Polizeiautos? Oh ja. Oh boy. Oh yes. Ja. Was ist denn das für eine? Hä? Hallo? Was ist denn mit der? What the fuck? Die Sirene ist immer noch genauso laut, ist immer noch genauso da, als wie wenn ich nicht da wäre. Vielleicht, warte mal. Das will ich jetzt testen. Hä, wo bin ich denn jetzt? Scheiße, ich finde ja nicht mehr raus. Leute, ich pack's gleich nicht mehr. Hey, hier ging's doch raus. Was ist denn jetzt kaputt? Oh Gott, die Serie hat aufgehört. Oh. Leute, ich weiß nicht, was das ist. Was ist das für ein Spiel? Da funktioniert nichts. Da funktioniert null. Da funktioniert gar nichts. Spielt es überhaupt jemand? Multiplayer? Bro, Server? LAN? Na, nicht LAN. Hätte mir jetzt gewundert, wenn es jemand gespielt hätte. Unfertiger könnte es nicht sein, sagen wir es so. Und ich bin ehrlich, meine
persönliche Meinung ist, dieses Spiel wird niemals fertig werden. Niemals. Das Spiel kostet meiner Meinung nach, ich glaube, 10 € auf Steam. Hat sehr schlechte Bewertungen und ich weiß auch warum. Und ich verstehe nicht, warum Entwickler zu so einem frühen Zeitpunkt dieses Spiel anbieten, für Geld zum Kaufen im Early Access auf Steam und Leuten, zum Beispiel auch ich darunter, Keys zukommen lassen, die dieses Spiel dann spielen sollen, um dieses Spiel zu bewerben. Das Spiel aber in einem so furchtbar schlechten Zustand ist, dass man da gar kein gutes Haar dran lassen kann. Also es tut mir leid. Das ist für mich, keine Ahnung, das sieht für mich so aus, hobbymäßiges Unity 3D-Programmieren. Mehr ist es für mich nicht. Das ist Bullshit. Absoluter Bullshit. Wunderbar. Servus. Das reicht für mich. Ich gehe jetzt mir Corona holen oder so. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee.